begins to feel like torture. What's he gonna do? He's up in space. So Cosmonaut decides the only way to save his sanity is to fall in love with this sand. Du kannst nicht zu dir selber gelangen, ohne durch die dunkle Nacht der Seele zu gehen. All deine Ängste und Schamgefühle müssen an die Oberfläche kommen. Dein Gefühl der Getrenntheit muss dir bewusst werden, damit du heil werden kannst. Wie kannst du aus der Asche deines Schmerzes aufsteigen, wenn du seine Existenz nicht anerkennst? Diejenigen, die so tun, als sei die Wunde gar nicht da, begeben sich nie auf die spirituelle Reise. Und wer die Wunde öffnet und sich selbst und andere damit quält, wird nie über die erste Stufe des Heilungsprozesses hinausgehen. Wenn du heil werden willst, musst du den Schmerz zulassen. Erkenne die Existenz der Wunde an. Laufe nicht davor weg. Schau lieber, was sie dich lehren möchte. Spüre den Schmerz. Erinnere dich an die Verletzung. Vergib dir selbst. Sei liebevoll zu dir selbst. Siehe den Schmerz des Täters. Sieh den Angriff als ein Schrei nach Liebe. Stehe jetzt für dich ein. Schwöre nie wieder Opfer zu sein. Schwöre dich nie wieder selbst zu betrügen. Begreife, dass du den Schmerz akzeptiert hast, weil du dich nach Liebe gesehnt und nicht gewusst hast, wie du sie bekommen würdest. Sage jetzt, was du wirklich willst. Sag Nein zu Verletzungen. Lerne Nein zu sagen, wenn du etwas nicht möchtest. Lerne Ja zu allem zu sagen, was du möchtest. Verwechsle diese beiden Dinge nicht. Akzeptiere nichts, was sich nicht gut anfühlt. Sag die Wahrheit, selbst wenn das bedeutet, dass andere dich verlassen. Bleib innerlich fest, sei klar, geh weiter in deinem Leben. Sei bereit, deine Gefühle zuzulassen und lass andere wissen, wie du dich fühlst. Übernimm die Verantwortung für deine Gefühle und mach andere nicht dafür verantwortlich. Schuldzuweisungen sind nicht angebracht, weder an dich selbst noch an irgendjemand anderen. Erkenne, dass Heilung ein lebenslanger Prozess ist. Du wirst dich immer durch neue Schichten hindurcharbeiten müssen, doch das ist in Ordnung. Hab Geduld. Du kannst den Prozess nicht vorantreiben. Deine Heilung vollzieht sich in ihrem eigenen Tempo. Bleib einfach nur am Ball, aber überfordere dich nicht. Sonst wirst du wieder in die Angst zurückfallen und darin erstarren. Sei einfach nur bereit, dich mit jedem einzelnen Thema dann auseinanderzusetzen, wenn es dein Bewusstsein möchte. Darum geht es auf dem spirituellen Weg, um die Heilung unserer Wunden. Darum, dass wir unsere ureigenen Schmerzen heilen, indem wir ihn öffentlich machen, indem wir uns zu unserem Schamgefühl bekennen. Indem wir unsere Partner auf dem Weg der Heilung finden. Der kürzeste Weg zur Erleuchtung führt direkt durch unser Herz, über unsere Beziehungen, durch unsere Schmerzen, unser Leid und unsere Angst hindurch. Es scheint kein würdevoller Weg zu sein, und doch ist es der würdevollste von allen. Auf diesem Weg verwandeln sich deine dunklen Schwingen in helle und strahlende Flügel.